Meinst du, das Viech da hinten, das versucht uns herzulaufen die ganze Zeit? Ja, ja. Ja, der wird sich irgendwo da jetzt festgerammelt haben. Okay. Oder er hat einen Paarungspartner gefunden. Ab Gartenzwerg. Da hinten ist noch ein Viech. Ja, man kann die leider nicht aufnehmen, also. Ja, das würde fehlen. So auf den Arm nehmen oder auf die Schulter. Wie bei Ark, so auf die Schulter, weißt du? Das wäre cool. Ja. Das wäre echt cool. Das wäre richtig cool. So, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen, meine Freunde. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Grounded hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir wollen es heute drauf anlegen. Ich, der Kulli und der Marco, die heute kein Interesse haben, heute euch zu begrüßen. Ach so, hallo. Oh, hallo. Ja, Marco kann nichts dafür, der kommt aus Berlin, die haben da keine Kultur. Aber das wisst ihr ja schon. Was vorhin hast du gesagt, wir sollen keinen Ton sagen. Ja, das war was anderes. Ja. Wir sind auf dem Weg zu den Termiten. Wir wollen nämlich die Termitenkönigin, ich würde jetzt gerade sagen knallen, könnte aber der falsche Ausdruck sein, nicht, dass einer was Falsches denkt von uns. Wir wollen sie töten. Ist das eigentlich eine Königin oder ein König? Das ist ein König. König. Gut. Wir werden den König nicht knallen, wir werden den König töten. Ne? Wir haben sowieso noch einiges mit euch vor. Wir wollen auf jeden Fall erstmal die Termitenkönigin platt machen. Dann müssen wir das Event mit diesem Feuerschwert da noch irgendwie in Gang kriegen. Die Motte läuft hier auch noch irgendwo rum. Also wir haben noch echt vieles mit euch vor. Und erstmal an der Stelle danke an Kulli und an Kathi. Kathi ist leider nicht da, dass die den ganzen lieben langen Tag für uns Material gefarmt haben, damit wir perfekt ausgerüstet sind für diese Operation. Einmal klatschen für Kulli, bitte. Einmal klatschen für Kulli. Marco, warum klatschst du nicht? Was hat Kulli dir getan? Habe ich schon gesagt, dass ich vergessen habe, mir eine Pusteblume einzupacken? Finden wir noch eine? Ich gucke gerade unterwegs. Ich habe die Axt schon gezückt. Bist du doch. Da hinten ist einer auf der anderen Seite vom Graben. Geh ich mal hin. Soll ich bestimmt irgendwie hin. Na, wir müssen ja dann sowieso erst bei diesen Termitenhaufen wieder hochklettern. Und dann setze ich da erst. Über den Grill war es einfacher gewesen. Ja, glaube ich auch. Boah, das ist aber auch ein Labyrinth hier. Hast du Zeug von der Seilrutsche mit? Nee, hätte ich das machen sollen? Hätten wir den nach unten verbinden können, ne? Ich weiß gar nicht, ob das gepasst hätte, entfernungstechnisch. Soll ich nochmal schnell zurück und was holen? Ich glaube, wir jetzt auf die andere Seite des Grabens kommen. Weil wir müssten dann ja auch irgendwie Holz da hochkriegen für eine Seilrutsche, ne? Ja. So, im Endeffekt brauchen wir nur Lehm und Seidenseil. Okay, und da ist schon das Problem. Es wird wahrscheinlich wieder mal keiner Seidenseil dabei haben von euch. Nein. Ich flitze doch mal schnell zurück zur Seilrutsche. Ich hole noch mal schnell Stiftchen aus dem Lager. Und dann werden wir auch zurück, nehmen die andere Seilrutsche nach oben. Ach, hier über unsere Butze, stimmt, das wäre vielleicht der beste Weg. Genau. Die Frage ist jetzt, war der Winkel war gesenkt oder war der Winkel gerade von der anderen Seilenrutsche? Sonst könnte ich da Hölzer zurückschicken. Dann hätten wir das schon mal Hölzer liegen. Dann müsste ich jetzt nicht noch irgendwo was einsammeln zwischendurch nachher. Wenn du Material schickst, läuft das nicht mit dieser Läusekutsche? Nein, läuft es nicht. Okay. Deswegen habe ich ja zu dem Picknicktisch einen zweiten Weg gemacht mit einem gesenkten Seil, damit ich das Material so zurückkriege. Ah, oh, okay. Aber ich glaube auch, der Winkel könnte richtig knallhart werden bis da hinten hin. Bei den Termiten aus. Mal gucken, ob wir den hinkriegen. Wird sich zeigen. Wird auf jeden Fall eine ziemlich lange Seilrutsche werden dann. Aber eigentlich haben wir schon fast überall Seilrutschen in hier. Obwohl die Seilrutschen, Mafia. Wenn hier mal einer durch den Garten läuft, der bricht sich das Genick, du.
Mhm. Sieht aus wie eine Ratelspinne. Ist immer gut, dass wir damals den Baum als Hauptbase genommen haben. Wir haben von da aus alles wirklich zentral erreichbar. Ja, stell dir mal vor, wir würden in der Ecke bei den Mülltonnen sein und müssten dann da. Boah, das wäre ein Marsch ohne Ende gewesen. So. Okay. Also, ich brauche Lehm und Seidenseil. Lehm und Seidenseil. Seidenseil. Ich nehme mal alles mit, was wir haben. Das könnte ein weiter Weg werden. So, dann Lehm. Lehm, nee, das ist ins Käferzeug. Lehm müsste hier hinten sein. Dann nehme ich sicherheitshalber nochmal ein Stack Seile mit. Ich habe eine Biene überholt. Ist das cool. Du hast die Biene überholt. Tour de France mit Biene, oder was? Yep. So, mal kurz gucken bei der Seilrutsche, ob ich jetzt alles zusammen habe. Seilrutsche, Punkt. Ja gut, wir könnten natürlich auch, aber da ist keine Wand, ne? Hm? Wir könnten mit einem Bienenstachel, könnten wir auch einen Seilrutschenpunkt an der Wand machen. Ich nehme mal einen Bienenstachel mit. Nur mal so, vielleicht finden wir ja noch einen Punkt an der Wand bei den Termiten. Da bräuchten wir keine Stängel hochschleppen, weißt du? Oh, falsche Rutsche. Ich will nicht zum Teich. So, wieder hoch und dann müssten wir die nehmen. Wieso nimmst du denn schon wieder die? Es kann sich nur um Stunden handeln. Bringst du eine Bratwumms mit? Eine Bombe? Ja, bring mal 2, 3 Bomben mit. Habe ich dabei. Brauchen wir die bei den Termiten? Na, wir haben doch letztens, wo wir hier im Graben waren. Ja, stimmt. Da war doch irgendwas zum Sprengen. Da haben wir doch diesen Zugang zu den Termiten gefunden. Und da war doch eine Wand, die man wegsprengen kann. Das war doch kein Zugang zu den Termiten, oder? Doch. Sicher? Ja. Ist es Holz? Ich guck mal rein. Wer ist denn? Ach nee, scheiße, das waren die Feuerameisen. Und da ist das Nest der Feuerameisen, ne? Ja, hier wo ich jetzt rumrenne. Ja, die sollten wir uns auch nochmal knaschen. Da gibt es bestimmt einiges zu holen, aber die sind noch ziemlich stark, ne? Ja. Die Termiten haben nicht so einen Effekt wie die Feuerameisen auf uns zurzeit. Oder kommt es mir nur so vor? Nee, die Feuerameisen sind schon ziemlich starke Gegner hier. Weil die mit ihrer Säure da, ne? Die Seilrutsche nach unten. Awesome! So. Ich komme. So. Wieder ein Gelatsche hier, du. Mit einer neuen Konin der Barbarrüstung. Ich habe mir nämlich so eine Nashorn. Nashorn, ist das ein Nashornkäfer? Ja, ne? Ich sag mal ein paar Ochsenrüstung. Genau, Ochsenrüstung. Okay. Sieht aus wie Konin der Barbar. Reitet es nicht ab, ich sehe wirklich so aus. Das ist doch kein Grund, jetzt Conan zu beleidigen. Was soll das denn heißen? Nur weil ich cool aussehe im Gegensatz zu dir?
Das sieht ja aus wie aus der Fundkiste beim Swinger Club. Fotze. Ihr seid so gemein. Ja. Ich fühle mich so sexy mit dem Ding. Ja. Das ist Definitionssache, Mann. Ihr seid echt Kacker. So, ich bin hier oben. Was macht ihr da unten? Ich habe noch Nashornkäfer und so. So, ich dachte, das hat vielleicht zufälligerweise einer Holz mitgebracht. Falls das da oben das so doch nicht so verbunden kriegen. Aber warum sollte ich mich auch auf euch verlassen können? Weil du uns lieb hast. Boah, jetzt haust du aber auf die Kacke. Sag mal was dagegen. Ich sag gar nichts mehr. Kacke gemacht. Sammle jetzt erstmal ein paar Holzstacheln nochmal schnell ein. Und dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo runterkomme und eine Pusteblume knallen kann. Hört sich jetzt ziemlich pervers an, ist aber so. Obwohl, vielleicht könnten wir da oben unter Umständen doch das so befestigen, wie ich mir das vorstelle. Ich mache mich mal auf den Weg nach oben. Was ist denn jetzt los? Oh, ne scheiß Stechmücke. Aber Maxi, der Terminbau ist doch hier unten. Ne, der Eingang ist doch oben. Und unten. Ja, unten kommen wir aber nur nach oben, ne? Das ganze Ding ist ein Terminbau. Also wollen wir oben keine Seilrutsche machen, aber oben wäre besser mit einer Seilrutsche, Mädels. Okay. Da, wo es funktioniert, das wäre egal. Ja, da oben ist dieses kleine Holzstück. Da könnte ich vielleicht den Ankerpunkt ansetzen, mit diesen Bienenstacheln, den ich mir jetzt mehr eingepackt habe. Könntest du nicht auch hier? Bist du denn? Oh, nee. Was ist denn jetzt los hier? Moskito! Zwei Stück auch noch. Und eine Spinne. Und eine Spinne. Moskito on my radar! Eine weniger. Das ist super unfassbar, was man macht, Junge. Bam! So, erstmal alles getötet, was laufen kann. Oh, guck mal. Midway hat eine Stechmücke getötet. Ja. Schon so viele. Komisch, warum er das jetzt anzeigt erst. Ja. Ah, die hat mich gerade ausgelacht. Ja. Voll die Bitch. Tja, Leute, ich krieg hier den Winkel zum Baum nicht. Der Baum ist komplett verspott von hier aus. Ja. Feuerschutz! Klatsch sie weg! Da ist noch eine. Für Odin! Ach nee, das war ein anderes Spiel, ne? Welche Abteilung? Viel zu viel mittlerweile mit dem Krieg rumspringen. Wenn ich bedenke, wie wir am Anfang gelaufen sind, hier liegt ein Rucksack. Cool, ist sogar meiner. Nehme ich mal mit. So, warte, ich gucke mal, ob ich jetzt irgendwie hier Verbindung mit dem Baum kriege. Ey, Kulli, hier können wir die Wasserflasche drin machen. Nee, meine ist voll. Ja, ich konnte nicht. Maxi hat ja oben wieder gesoffen wie ein Loch. Da muss ich ja meiner erstmal wieder. Also ich kläre dich mal auf, der säuft da nicht, der wäscht sich den Popo. Den Pimmel. Dann hat er endlich viel zu waschen, wa? Marco.
Du Fotze. Du Fotze. Fotze. Nein, natürlich hat er da ganz viel zu waschen. Fotze. Oh, jetzt müssen wir Maxi erstmal wieder ein bisschen trösten. Okay, ich krieg hier gar keine Verbindung. Gar nichts. Okay, das bringt anscheinend gar nichts. Ich muss Holz holen von unten. Der nimmt sich sowas immer zu Herzen. Putze. Da steht immer wieder 3 Stunden in der Ecke und weint. El Fotzo. Oder liegt da oben vielleicht irgendwo Holz? Nee, ne? Nein, nein, nein. Nee. Also kein Holz, was wir verwenden können. Gut. Ab nach unten, Flieger. Grüß mir die Sonne. Grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Ich suche ein kleines Hölzchen. Kann ich die hier fällen? Bin natürlich Playboy. Ne, kann ich nicht. Schade. Dann kann ich alles an meinem Leben. Leute, wir müssen jetzt hier nochmal gucken. Wie gesagt, man merkt mal wieder, Krulli ist schlecht vorbereitet. Okay. Aber 3 Stunden lang hat Maxi seine Ausrüstung zusammengesammelt. Was denn? Das muss ja auch alles outfitstechnisch zusammenpassen, ne? Ich will ja nicht so rumlaufen wie du, wie ein Clown den ganzen Tag. Normalerweise müsstest du eigentlich eine komplette Base im Rucksack haben, so viel wie du eingepackt hast. Also ich bin auch der festen Überzeugung, wir brauchen einen Packesel in Zukunft. Einer, der die Stölzer trägt hier. Marco zum Beispiel. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich brauche für die Seilrutsche 6 Hölzer und kann nur 4 tragen. Toll. Kack die Wand an, ey. Kann mal einer runterkommen? Soll ich dir einen runterholen? Du sollst mal hier runterkommen, das letzte Holzstück aufheben. Komm, Krulli. Krulli, komm mal mit. Ich soll hier einen runterholen. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Ameisenrüstung anbehalten. Warum bei der Ober auch 2 Extra-Antennen dran hast? Nein. Dann hast du die Möglichkeit, mehr zu tragen. Jetzt muss ich wieder auf euch warten. Es ist immer das Gleiche. Wir sind alt. Hier ist kein Rollator. Ist das nicht irgendwo eine Behindertentreppe gewesen? Kein Lifter, Treppenlift. Dies ist nicht politisch korrekt. Kann ich nicht. Ich dachte, wenn ich den aufsetze, aber ist nicht der Fall. Wo ist mal die hin? Hier, wo ich bin. Keine Ahnung. Ach, da hinten. La 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 la. Musste Schirmchen verblasen. Ich habe hier eins gefunden. Hier liegt doch ein zweites, wenn einer möchte. Dann kannst du mit deinem Pustepörmchen mal Pörmchen machen. Polen gefunden. Was, Polen? Polen. So. Ja, Conny, kannst du das Holz mal nehmen, was wir nicht? Das brauchen wir noch. Dann haben wir 6 Holz. Nicht, und auf geht's. Nicht schon wieder Polen. Wir können nicht auf Marco warten. Wenn wir auf jedes Mal warten, weil er langsam ist, dann kommen wir nie in unseren Ziel dann. Aber du siehst schon, wer hinter dir läuft, ja? Krulli. Scheiße. Du kleiner Penis. Hey! Keine Kraftausdrücke. Mr. Mikro. Hey! Kommen wir jetzt hier hoch? Nee, ne? Maxi wäscht seinen Lümmel nur in der Autowaschanlage. Hier kommen wir nirgends hoch. Uli, ne? Hol mal hinten den Stein. Stein. Na hinten, die Marmorscheibe. Kommen wir hier irgendwo hoch? Nee. Ja. Wo denn? Komm mit. Ja, komm durch mit. Den Termitenbau, ne? Nein. Gibt's noch einen Weg? Ja, komm, Mikro. Ich geb dir gleich ein Mikro. Aua! Ja.
Ich denke, du hast doch gesagt, nicht durch den Termitenbau. Nein, da an der Seite geht eine Schräge hoch. Jetzt muss ich dir wieder den Arsch retten und dich retten. Das kann ja wohl nicht sein. Wo geht jetzt alle her hier auf einmal? Zum Nest? Ja. Japanischen Manga-Video. Echt, oder? Hoyo, hoyo. Porno ist das hier. So, wie viele Hölzer hast du da, Hetze? 5. Irgendwo, wo liegt denn das andere Holz? Maxi und sein Holz. Hier. Okay, geh vor. Warte mal, hier bin ich vorhin hoch. Ach, scheiße, Mann. Hier, ein bisschen hüpfen. Ja. Bist du oben? Ja. Schaffst du das? Dann hier über den Nagel. Also ganz hoch. Dann hier rüber. Na toll. Ich springe wieder von vorbei. Haha, Krulli auch. Ja, komisch. Macht das im Dunkeln. Also ich bin oben. Naja, zum Glück haben wir ja Maxi plus ein Hölzchen gegeben. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Ja, mit 5 Hölzern wärst du wahrscheinlich überfordert gewesen. Futzt du. Na, 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 na. Keine Kraftausdrücke, junger Mann. So, was steht da drauf? Schmeiß mal da hier wird er richtig wild, wenn man ihn als junger Mann bezeichnet. Ich geil. Immer wenn ich an dich denke, werde ich geil, Marco. So, hier, Bastel. Jawohl! Zeig, dass du wenigstens etwas kannst. Jawohl, mein Imperator. Das ist ein Gitter. Oh, Imperator. Was soll ich sonst sagen? Dönerverkäufer? Letztens hat er mich noch Dominus genannt. Domina. Nee, Dominus. Nee, Domina. Nicht Dominus, Domina. Okay, da kriegen wir keine Verbindung. Da kriegen wir eine Verbindung. Das ist... Was ist denn das? Das ist die Seilrutsche am Grill. Die wäre doch eigentlich perfekt, oder? Ja. Da sind ja erst 4 da, die an den Punkt rangehen. Ich teste mal. Nein, Krulli, nicht abbauen. Einfach mal auf Seil hacken, ne? Nein, hör auf, Mann. Was passiert, wenn ich den Punkt abreiße und einer ist auf der Bahn drauf? Ganz einfach. Den Brauer nicht ausprobieren, kann ich nicht sagen, was passiert. Der fällt runter. Ich komme wieder hoch. Sie funktioniert auf jeden Fall. Kann ich abbauen? Nein! Dich abbauen! Auf der Hälfte der Strecke dann so. Schön unten an meine Wolfsspinne. Einfach mal so Seilrutsche, Ding, wie heißt's? Nee. Geht gar nicht umstellen. Kannst du nicht umstellen. Ist ausgegraut. Solange die mit dem Seil in Verbindung ist, kannst du die nicht umstellen. Und was ist, wenn ich dir Holz entgegenschicke? Dann hau ich dir eine Fresse.
Dann hau ich dir in die Fresse. Okay, Leute, ich würde auch mal sagen, wir machen mal Schluss an der Stelle. Wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wir mussten jetzt hier noch mal ein bisschen was vorbereiten für den Kill der Termitenkönigin. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Falls ihr Nacktfotos von Nessie oder von Marco haben wollt, sendet unten 5 Euro an die eingebettete PayPal-Nummer. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Auf Wiedersehen!